Corona-Vorschriften vom BAG immer eingehalten haben, im Atelier den Mindestabstand eingehalten haben und immer Maske getragen haben, hat es uns jetzt trotzdem verwünscht und wir mussten in Quarantäne müssen. Wie bereits schon im April haben wir unser Lager im Maisenweg abgebrochen und ins Homeoffice verschoben. Und jetzt arbeiten wir alle drei von daheim aus. Ich habe nicht nur den Computer mit eingenommen, sondern auch wieder käfeln und diesmal sogar koffeinfreien. Das ist ein neuer Bohnensorten, die die El Impossible Roses von Horb haben. Und den teste ich jetzt gerade mal. Voll lecker, voll gut. Danke vielmals, Roses, dass ich jetzt auch am Abend ein koffeinfreies Käferli trinken kann. Ich bin gerade zu Hause in der Isolation, weil ich positiv auf Corona getestet wurde. Und jetzt arbeite ich von zu Hause aus. Tschüss! Mittlerweile hat sich das Ganze beruhigt. Wir haben unsere 10-tägige Quarantäne abgesessen. Michelle ist auch wieder fit. Wir haben uns jetzt aber so organisiert, dass wir nicht mehr immer alle da sind. Ich bin hauptsächlich da, schaue aber, wenn es möglich ist, dass ich mit dem MacBook und der Cam heimgehe. Der Vorteil von dem, was wir machen, ist, dass wir grundsätzlich, wenn es Herd auf Herd kommt, wirklich einfach mit dem MacBook und dieser Kamera daheim schon relativ viel machen. Jonas hat seinen iMac heimgenommen und Michelle arbeitet auch teilweise von daheim aus und teilweise von hier. So gehen wir sicher, dass wir unseren Kontakt untereinander aufs Minimum beschränken.